Hallo und herzlich willkommen zur 194. Teil 2 Folge von Minecraft Revelation mit mir, eurem Illyria, dem Opa Zockt und Felix Gaming. Hallo. Hallo. Ihr hört es gerade im Hintergrund, Opa immer wieder mit Lappen. Er gibt mir die Schuld daran, dass das Spiel abgestürzt ist. Und zwar habe ich jetzt die Maschine von Compacting-Maschine habe ich abgerissen und weggehauen. Es hat einfach keinen Zweck, die ist zu verbuggt. Lappen. Genau. So, wo wir hier stehen geblieben? Das hier ist auf jeden Fall immer noch die 194. Folge, wie Zuschauer, nur eben der zweite Teil. Ah, ich weiß was, ja. Genau, die Ebene sollte ja 3 Blöcke hoch. Weil das Fahrschulhaus muss immer noch angepasst werden und ich würde sagen, fangen wir langsam damit an. Wofür habt ihr so viel Seared Stone in eurer Smeltery, genauso viel wie Wasser? Muss Opa fragen. Kann ich dir genau sagen, für was braucht man denn hier Stone? Für Clay. Wenn du in der Tankebene guckst. Ich habe alles verkleidet. Wir hatten nochmal groß Clay hergestellt. Ich glaube, Illyria gleich ein anderes Problem. Wieso? Weil du kannst es gleich erstmal oder dich in dieser Folge darum kümmern, indem du mal die Werkstatt aufräumst. Inwiefern aufräumen? Komm mal hoch. Ich komme rein. Ja. Ich bin in der Werkstatt. Ah! Was machst du? Wir reißen die Wand hier raus. Da musst du gleich alles abreißen? Ja, das ist mit der Crate-Wand versehen. Das war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich nur das Holz rauspacken. Das sagen sie hinterher alle. Das Zeug. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich hier aufräumen? Ja, warte mal, ich muss immer das ganze Zeug hier wegräumen. Ja, dann mach das mal. Ich gehe in meine Baustelle wieder. Nein, du sollst hier bleiben. Ganz Obsidian ist da weg. Obsidian ist weg. Hat Felix alles weggeräumt? Ja, wo bist du? Hier, ich sammle die Items ein, die runtergefallen sind. Komm wieder hoch. So, ich bin oben. Wir reißen jetzt die ganze Zwischenwand weg. Die ganzen Maschinen, die hier stehen, und verteilen die vernünftig hier an die Wände, dass man hier das heißt, nicht mehr Platz alles hat. Wird, das heißt, das alles hier wird Werkstatt, wird ein großer Raum. Ja, dass wir hier mal ein bisschen mehr Platz haben. Das ist mal eine ausgesprochen großartige Idee. Deswegen macht ja Felix gerade die ganzen Outdoor-Crafting-Sachen, die ich nach unten verlege, und das hier machen wir jetzt vernünftig hier in die Wand. Da hier mal ein bisschen Platz reinbekommen. Dann kann auch der Boden hier gleichermaßen ausgetauscht werden gegen den gleichen in der Werkstatt. Ja, deswegen bin ich ja hier gerade dabei. Aber ich traue mich jetzt nicht einfach drauf loszuruppen, weil ich nicht weiß, was... Rupp einfach alles erstmal raus. Alles auch aus... Alles, okay. Und dann bauen wir das auch wieder auf, was wir halt wieder brauchen, nach und nach. Das ist dann wirklich hier oben nur noch Handcrafting. Der Rest wird alles automatisiert jetzt. Die nächsten 3 bis 5 Folgen. Sobald Felix fertig ist. Ich bin schon lange fertig, aber ja. Dann muss ich jetzt mal alles ins System reinschmeißen, was ich abbaue. Auch die ganzen Maschinen. Alles rein. Alles ins System. Das haben wir. Felix, einfach alles weggucken hier. Als Taschenplatz ein bisschen machen. Noch Seed Bricks, brüht doch gar nicht.
Alles ich. Wie aktiviert man nochmal Hover? Musst du in den Einstellungen gucken. Wollte ich gerade sagen, ja. Wollte ich gerade sagen, weil ich habe meine Hover-Einstellung auch anders. Das eins verstehen bleiben muss, ist der komische Zeug hier vorne. Die Energies. Okay. So. Das ist der hier, das ist. Ach, das ist die Wasserleitung hier, ne? Ja, das ist die Wasserleitung, die muss auch stehen bleiben. Wird das nicht einfach neu verlegt, damit das besser passt? Ja, was heißt besser passen, weil hier ist alles voll. Ja, das kann da stehen bleiben. Ich würde sagen, es wird erstmal ein neuer Boden eingezogen. Genau, dann nehmen wir den gleichen Boden wie hier, ne? Wie hier in der Werkstatt. Richtig, das Ding hier muss auch stehen bleiben. Die Datenleitung, weil da müssen wir alles damit anschließen. Ja, da gehe ich ja auch nicht dran. Das ist hier die Hauptleitung. Ja, die Hauptleitung musst du dann aber anschließen von hier oben. Moment, ich habe gerade GUI offen. So. Was? Wo? So, die Datenleitung muss angeschlossen werden von oben. Ah. Ja gut, dann machst du das. Wir wollten doch sowieso eine Art versteckte Säule für die Leitungen. Ja, muss man mal gucken. Mal probieren. Dann reißen wir die jetzt auch erstmal weg. Machen wir das. Wollten, wie gesagt, wir hatten sowieso mal, vor, eine versteckte Säule zu machen. Oder warte mal, Opa, wir können das auch ein bisschen platzsparender machen. Weil man kann... Lass das Ding in der Wand drin, weil man kann es doch mit Fassaden versehen. Dann sieht man es auch nicht. Ja, ich mach's jetzt erstmal ganz kurz weg hier, so. Aber das ist der Anschluss für. Keine Ahnung wo, das ist der Anschluss. Für da. So, dann gucke ich mal so. Sorge ich erstmal zu, dass ich neu legen kann. Das ist mein Schissel da. Nailed Panel heißt das Ding. Auch weg. Was denn hier gemacht? Gehört doch noch zur Außenwand. Hey, haben wir hier irgendwie einen Versatz drin? Nein, da habe ich es aus Versehen. Da muss eigentlich eine Reihe Dings drunter. Machen wir Stairs, machen wir umgedrehte Stairs, wie so eine Art Stütze. Nein, da muss Dings rein. Eine Reihe Stormwicks noch hin. Okay. Unter die Außenwand. Die ist jetzt mit meinem Hammer weggegangen, so wie hier vorne auch. Nur der Hammer war halt ein bisschen übermotiviert. Ja, das kennt man ja. Trotzdem könnte man das mit diesen Stairs. Ach shit, du hast jetzt auch ein Jetpack. Verdammt, ich wollte dich da runterschubsen. Hey. Kannst du mein Wireless Terminal linken? Muss sagen, nur reinpacken. In das Ding, was unter dir ziemlich ist, ne? Boah. Ja. Ne, da. Das Security aufmachen. Dafür müsste ich aber auch erstmal darauf zugreifen können. Tatsächlich nicht. Kannst du nicht? Außer ich mache irgendwas falsch. Jetzt müsste es gehen. Ja. Dann rechts in die Seite reinlegen. Ja, ich sehe schon, danke. Ah, geht doch. So, man kann.
Stromleitung hier auch weg. Achso, das ist ja, achso, genau, das ist die Steuerung hier für die ganzen Farmen, ne? Ja, das weiß ich noch. Ja. Da gehe ich auch nie dran, weil du kümmerst dich um diese ganzen Anschlussleitungen. Da muss ich mal gucken, ob ich die nicht auch irgendwie nochmal verlegen kann. Wo geht die hier vorne hin? Das ist die Steuerung für... Fluidtransposer? Für was steht hier im Fluidtransposer? Für dieses Chilene Kryotheum hattest du das auch noch. Nee. Der hat nichts mit Chilenes Kryotheum zu tun. Ich weiß auch nicht, für was der hier steht. Eigentlich auch weg. Ach, und hier ist... Ach, hier ist das Crafting. Okay. Hast du die Maschinen noch, Felix? Ja. Jetzt müsstest du sie haben. Perfekt. Ach, wollte ich doch gar nicht dahin. So, dann müssen wir mal gucken. Dann würde ich sagen, packen wir hier in die Mitte eine Doppeltür rein und machen die Türen hier vorne auch zu und machen die ganze Wand auch zu. Dass wir auf der Wand dann ausruhen. Hier, wo das Glas noch drin ist, das wäre eine gute Idee. Ja, da muss es hin. Das ist alles ausrufen. So, dann packen wir an die Wand die ganzen Maschinen ran. Das hier rausruppen. Oh. Alles rausruppen hier. Oh. Hat irgendwer Holz im Inventar? Ja, habe ich. Machen wir ganz mal zu. Hier wollte ich die Doppeltür reinsetzen, wo ich gerade stehe. Nein, dann, wenn du hier kannst, hier kann nur eine Einzeltür rein. Hier. Hier eine Einzeltür. Das ist eine große Werkstatt, die sollte eine Doppeltür. Ja, aber dann ist es nicht mehr synchron. Da eine Tür rein. Also hier, wo du stehst, eine Tür. Ja. Kann man das denn nicht anders machen, weil so eine große Werkstatt, so eine Einzeltür, sieht irgendwie kacke aus. Ja, ist mir egal. Dann versetzt das ganze Haus und die ganze Basis um eins. Damit es wieder synchron wird. Wohin fit denn das Loch? Das kann auch zu. Ja. Da lief mal die Datenleitung lang. Das doch hier auch stopfen? Ja, ich alles zu und das rechts daneben auch. Ich komme ein bisschen Fenster rein oder soll das alles komplett dicht? Nee, alles zu. Alles zu, okay. Wir setzen da jetzt an die Wand die Maschinen ran. Oh, da packt man eine Fassade rein. Die Leitung kannst du ja zum Glück durch die Fassaden verstecken. Richtig, und jetzt jede Maschine, die wir brauchen, packen wir jetzt hier hin. Dann müssen wir halt nur hier vorne. Opa, mich macht das mit der Einzeltür nicht glücklich. Gut, dann gehe ich. Mach, was du willst. Ist ja gut, ich lasse das so. War ja nur eine Meinung. Tiefer. Oh, fuck. Außerdem wären Häuser auch nicht schon wirklich symmetrisch gebaut, wenn es darum geht, theoretisch. Naja, gut. Achso, jetzt brauche ich natürlich hier unten. Ich mache gespiegelt auf der Rückseite den anderen Ausgang, Opa. Das ist natürlich kacke. Habe ich nur Anschlussmöglichkeit? Da ist noch ein Anschluss. Ja, Augenblick, Felix. Ich hab Zeit. Tor! Oh, aber für die falsche Mannschaft. Rein und... Oh nein! Shittings.
da muss halt der ganze Kram ja auch weg. Ja, dafür das Glas von Tinkers zu ersetzen, weil jedes Mal das Melt-Free-Glas herstellen ist nervig. Hä? Was ist das hier für ein Kabel? Ist das nicht? Falsch rum? Dann nehmen wir das Kabel. Na gut, ich füge mich auf jeden Fall deiner Meinung mit der Tür, Opa, aber es sieht im langen Flur doch komisch aus. Einfach nur, wie gesagt, meine Meinung. Ein bisschen komisch. Warum ist da eine Doppel? Ach, dammit! Opa, was hat das mit dem Loch in der Decke auf sich? Welches? Das du in der Werkstatt gerissen hast. Das ist die Verkabelung. Von da oben muss die links rein, eigentlich. Aber das habe ich schon wieder verworfen. Ja, würde ich auch sagen. Können wir anders machen. Felix, hast du was zu tun? Nein. Kannst du dir mal ein paar Stormwix holen? So zwei, drei Stacks? Ich hab noch was vergessen. Ja. Tür nach innen oder nach außen aufgehen? Mal nach, wie das bei der Haupttür gemacht wurde. Welcher Ebene bist du? Ein tiefer. Okay. Das war ein zu tief. Oh, nee. Und zwar in dem Raum hier vorne. Ja. Im Flur hier und in dem Raum muss ja. Die Decke noch ein tiefer, also bist du nicht ein tiefer, sondern es muss noch eine zweite Ebene Bricks rein und halt die Dings versetzt. Den Flugkanal aber offen lassen? Oder was weiß ich, was es ist? Was? Hier ist irgendein Loch in der Ecke. Ja, das muss bleiben. Wir sollten mit der Folge aufhören, Opa. Warum? Naja, sagen wir mal so, die letzte Folge, die natürlich ziemlich kurz war, Teil 1, war ungefähr 9 Minuten lang und ich finde, 18 Minuten für Teil 2 dürfte eigentlich ausreichen. Ja, ich schneide das eh zusammen. Okay, das kann ich bedauerlicherweise nicht, deswegen werde ich die einzeln hochladen. Klappen. Ich habe nun mal nicht so eine Software wie du. Windows Movie Maker hat jeder. Ja, okay, das geht natürlich. Solange du kein 4K machst, ist das alles in Ordnung. Da rein. Den da rein. Alle. Ich hoffe, du hast jetzt hier noch nicht zugemacht. Hat er schon. Da habe ich noch nicht zugemacht. Was soll ich mit den Lampen machen? Abreißen oder tiefer. Ja, das musst du merken. Verdammt. Zack, zack. So, alles klar, von mir ist gemacht. Alles klar, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt Spaß genauso wie wir, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute. Tschüss.